Verzweifelte Nachricht vom Rettungsschiff Liefeline. Seehofer ist verantwortlich, wenn es Tote gibt. Das deutsche Rettungsschiff Liefeline wartet auf dem Mittelmeer immer noch auf die Einfahrt in einen Hafen Maltas. Auf Facebook meldeten sich die Verantwortlichen mit einer verzweifelten Nachricht: Die Nacht. Drei Menschen sind in unserem Krankenhaus, brauchen intensive Betreuung. Die anderen sind fast alle seekrank. Jetzt zieht noch schlechteres Wetter auf. Wir haben Malta gefragt, ob wir Schutz in einer Bucht suchen können. Bis jetzt keine Antwort, liest man in ihrem Post. Und weiter: Warum können wir nicht einlaufen, nachdem die Nachrichten das gestern schon gemeldet haben? Horst Seehofer gibt anscheinend als einziger nicht sein Ok. Er ist letztlich verantwortlich, wenn es Tote gibt. Die Hilfsorganisation Mission Liefeline aus Dresden erklärte am Dienstagabend via Twitter: Bisher habe das Schiff mit rund 230 Migranten und 17 deutschen Besatzungsmitgliedern an Bord keine Erlaubnis zum Einlaufen in die Hoheitsgewässer des EU-Inselstaats erhalten. Zudem wurde Kritik an der Bundesregierung laut, die sich zu dem Fall noch nicht geäußert hat. Malta hatte angekündigt, das Schiff nur einlaufen zu lassen, wenn die Flüchtlinge an Bord unter den EU-Staaten aufgeteilt würden. Vier Staaten hätten sich dazu bereit erklärt, teilte die Regierung in Viaturn mit. Italien und Frankreich hatten ihre Hilfe schon bestätigt. Neben Malta selbst soll das vierte willige Land Portugal sein, wie informierte Kreise in Malta der deutschen Presseagentur erklärten. Drei andere Staaten, darunter Deutschland, die Niederlande und Spanien, prüften eine Einwilligung noch, hieß es. Probleme gebe es besonders mit Deutschland. Das Bundesinnenministerium antwortete am Dienstag nicht auf die Anfrage, ob Deutschland auch Flüchtlinge von dem Schiff übernehmen werde. Die Liefeline hatte die Migranten am Donnerstag vor der libyschen Küste gerettet und wartet seitdem auf die Zuweisung eines sicheren Hafens. Von Groß- und Oppositionspolitikern kam Kritik, dass der unionsinterne Asylstreit zwischen Kanzlerin Angela Merkel, CDU, und Innenminister Horst Seehofer, CSU, auf dem Rücken der Menschen an Bord der Liefeline ausgetragen werde. Die Stadt Berlin und das Land Schleswig-Holstein hätten sich hilfsbereit gezeigt, erklärte die ebenfalls im Mittelmeer aktive Hilfsorganisation CEAVAG auf Twitter. Das Schicksal der Menschen auf der Liefeline, die nach wie vor nicht in Malta einlaufen kann, liegt bei Horst Seehofer, der die Kooperation verweigert. Aus Sicht des grünen Abgeordneten Manuel Sarzin, der am Montag an Bord des Schiffes war, hängt die Lösung für die Liefeline nur noch an der Bundesregierung. Wenn Deutschland sich an Verteilung der 234 Menschen an Bord beteiligt, steht der Deal, schrieb Sarzin auf Twitter. Ohne Deutschland sei Malta nicht bereit zu helfen. Sarzins Fazit: Diese CSU spielt mit dem Schicksal der Menschen.